Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Torten- und Kuchenwelt. Heute habe ich wieder ein sehr interessantes Rezept für euch. Schwarzwälder Kirschtorte kennt ja jeder. Aber habt ihr schon mal Schwarzwälder Erdbeertorte gegessen? Wenn nicht, dann habe ich heute das Rezept für euch. Und kommen wir dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Ich habe erstmal 4 Packungen Schlagsahne in meine Küchenmaschine geschlagen. Damit das auch fest wird, habe ich dann 5 Päckchen Sahnesteif hineingegeben, immer nach und nach. Und die geschlagene Sahne habe ich dann in 2 Teile aufgeteilt. In die eine Hälfte habe ich Raspelschokolade hineingegeben und vermische das einmal. Und in die andere Hälfte kommen dann Erdbeeren rein. Ich habe so ungefähr 1 Kilo Erdbeeren. Die werden einfach gewaschen, klein geschnitten und in die Sahne hineingegeben und auch nochmal vermischt. Zusätzlich habe ich dann so ungefähr 2 bis 3 Esslöffel Granatapfelsaft hineingegeben. Ihr könnt auch Kirschsaft hineingeben. Ich hatte einfach Granatapfelsaft, deswegen habe ich das genommen. Das ist aber kein Muss. Dann brauchen wir Löffel Biscuits, die werden dann auch in Kirschsaft oder Granatapfelsaft eingeweicht. Und gebe die dann in eine Backform hinein. Ihr könnt auch eine Auflaufform nehmen, geht auch. Über die Löffelbiskuits gebe ich die geschlagene Sahne mit den Erdbeerstücken und streiche das einmal glatt. Dann gebe ich eine Reihe Butterkekse mit Kakao. Die habe ich im türkischen Laden gekauft, aber ich habe die letztens auch in einem Supermarkt entdeckt. Die gibt es überall. Über die Butterkekse kommt dann die geschlagene Sahne mit Schokoraspeln und wird auch glatt gestrichen und noch eine Schicht Butterkeks. Ganz zum Schluss kommt dann wieder geschlagene Sahne. Entweder habt ihr geschlagene Sahne übrig oder ihr könnt noch eine Packung Schlagsahne schlagen. Ich hatte ein bisschen übrig und ich habe aber trotzdem noch eine Packung geschlagen und dann habe ich Schokoraspeln darüber bestreut. Ich werde jetzt so ungefähr 2 Esslöffel Erdbeermarmelade oder Himbeermarmelade, was ihr auch habt, mit 2 Esslöffel Himbeersirup vermischen und da hinein kommen dann noch zusätzlich Erdbeerstücke rein. Die werden dann einfach über die Torte verteilt. Ihr könnt so viel nehmen, wie ihr möchtet. Je mehr, desto besser. Kurz vor dem Servieren habe ich dann meine Torte reichlich mit Erdbeerstücken bestückt. Aber das könnt ihr wirklich kurz vor dem Servieren machen, sonst werden die Erdbeeren schlecht. Jetzt schneide ich meine Schwarzwälder Erdbeertorte für euch und probiere die für euch. Die Torte war richtig erfrischend und fruchtig und durch die Butterkekse ist das richtig sehr schön geworden. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.